Ja, hallo und willkommen hier zu einer neuen Folge Supremacy 1914 auf der 100er Karte mit Griechenland. Und zwar ist das hier eine ganz besondere Runde. Wir spielen die Community-Runde von Aquila. Wen der Name was sagt, ist auch ein YouTuber. Ich werde euch den natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Freundlicherweise hat er mir gestattet, die Runde auch von meiner Seite aus aufzunehmen. Und ich würde sagen, das nutze ich natürlich aus. Das freut mich sehr, dass ich das darf. Und ich hoffe natürlich, dass wir recht lange dabei sind. Ich habe mir die Dienstakten von den meisten hier schon mal angeguckt. Es sind sehr, sehr gute und sehr erfahrene Spieler dabei. Bin ich sehr gespannt, wie die Runde wird. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Und genau, ich habe mir natürlich auch schon ein paar Gedanken gemacht. Ihr seht, ich habe auch schon Truppenbewegungen ein paar gemacht. Wir sind relativ gut geschützt. Also ich denke mal, hier im Süden müssen wir uns nicht so viele Gedanken machen. Da sind wir doch recht safe. Ich würde auch die Inseln hier einfach mal besetzt lassen. Ansonsten mache ich es jetzt so, dass wir den Großteil unserer Truppen in den Norden verlegen. Hier haben wir zwei KI-Gegner. Ich denke, das sollte erstmal unser Hauptziel sein hier. Doch dann insgesamt die 1, 2, 3, 4 und naja, 7 bis 8 Provinzen. Ich gehe aber davon aus, dass Konstantinopel genauso eingreifen wird, wenn wir hier in den Krieg ziehen. Aber auf jeden Fall ist jetzt mein erstes Ziel erstmal Serbien. Und ich bin sehr gespannt, wie weit wir kommen. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal erstmal direkt an mit Werkstätten. Wir hatten hier einmal eine Doppel- Kohleprovinz und wir hatten eine Doppelholzprovinz. Ich denke, die Doppelholzprovinz, da werden wir auf jeden Fall eine Werkstatt bauen. Machen wir auch gleich die Stufe 2 natürlich. Und dann würde ich hier auch gleich damit beginnen, sobald die Werkstatt fertig ist, einen Panzerwagen zu bauen. Danach gucken wir dann nochmal in Ruhe nach den Ressourcen. Ah, ihr seht es hier oben schon, das sieht relativ gut aus. Produzieren, Panzerwagen, genau. Gut, und die zweite würde ich auf jeden Fall in der Küstenregion. Eigentlich bietet sich damit. Ja, dann nehmen wir unsere Doppel-Kohleprovinz und da bauen wir auch direkt einen Panzerwagen. Bin ich sehr gespannt. Genau. So, dann ist das fertig. Dann können wir jetzt hier direkt. Na, jetzt. Nee, immer noch nicht. Dann laden wir einfach nochmal neu. Ist ja kein Problem. Na, jetzt. Und dann klappt das auch. Genau. So, ich würde die Truppen, wie lange brauchen die? Zwei Stunden. Die brauchen 3,5. Die brauchen auch ungefähr 3. Also werden in 3 Stunden hätten wir hier 40.000 Mann versammelt. 30.000? 40.000. Ja, 40.000. Habe ich richtig gerechnet. So, man könnte jetzt aber überlegen, ob wir sagen, wir starten mit der Armee hier schon in Richtung Serbien und können hier schon mal die Getreideprovinz einnehmen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Wie lange bräuchten die? 2 Stunden. Ja, doch, das machen wir. Dann ziehen wir hier die Flanke zwar relativ leer, aber ich gehe eigentlich davon aus, Aquila vom Spielstil ist der eigentlich eher am Anfang nicht so der, der, na gut, wir ziehen hier mal nicht komplett blank. Wir machen hier mal 5, lassen wir hier. 5 lassen wir hier. Und wegen Festung würde ich uns eher Richtung Konstantinopel absichern. Genau, ich denke, das macht auch Sinn. Das ist eigentlich der einzige momentan wirklich gefährliche Gegner. Selbst wenn Aquila jetzt hier kommen sollte, können wir doch uns recht gut verteidigen. Wir haben eine lange Sicht, wie lange bräuchte. Wir können ja mal gucken, wie lange er hier braucht, um hier rüber zu kommen. Okay, jetzt muss man von hier gucken. Ja, das sind 10 Stunden. Da ist eine Festung zur Hälfte fertig. Ich denke, das können wir riskieren. Auf jeden Fall können wir das riskieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, hier die Frontbericht ist klar.
Dann gucken wir nochmal schnell nach den Ressourcen. Wir werden auf jeden Fall hier damit so weit wie möglich runtergehen. Und ich würde auch sagen, dass wir genau lieber Gas verbrauchen. Also Öl brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir hier irgendwo eine Ölprovinz? Nee, die. Oh, das ist auf jeden Fall ein schwerer Nachteil. Das ist ein ganz, ganz schwerer Nachteil. Wo hätten wir ein Öl? Öl. Also Öl, kein Öl haben, das wird kritisch dann. Also hier hätten wir einmal Öl. Oh, hier sind schon zwei Gebäude gebaut. Interessant. Aber das wird höchstwahrscheinlich eine Werkstatt sein, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist, hier ist nicht wirklich Öl in der Nähe. Also Aquila hätte Öl. Und ansonsten sieht das mal aus. Hier Portugal hätte noch Öl. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, da immer quer rüber zu gehen. Okay. Also Öl werden wir auf jeden Fall einen Mangel haben. Selbst im Kaukasus. Also hier ist in der Nähe überhaupt kein Öl. Großartig. Ah, hier doch. Hier wäre Öl. Das ist aber auch noch sehr weit weg. Also Öl werden wir definitiv Mangel haben. Da müssen wir aufpassen. Okay, also muss ich schon mal. Können wir schon mal gucken. Rohstoffbörse. Können wir Öl ein. Oh, ist schon sehr teuer geworden. Öl ist schon sehr teuer geworden. Aber wir kaufen trotzdem mal ein. Wir kaufen trotzdem mal ein. Genau. So, dann das ist auch schon sehr teuer geworden und die Baumaterialien kaufen wir auch direkt mal. Genau, machen wir das alles erstmal leer. Gut, dann würde ich jetzt einstellen, Verkaufangebot. Ne, Nahrung behalten wir auch erstmal für uns. Wir könnten ja eventuell, wenn hier die Werkstatt fertig ist, werden wir hier mal noch eine Kaserne bauen. Mehr würde ich jetzt erstmal noch nicht bauen, wir haben eh Nahrungsmangel. Aber dann haben wir zumindest ein bisschen was. Gut, genau. Das ist jetzt so der Start. Also unser Ziel für die ersten Stunden wird es sein, auf jeden Fall hier relativ schnell Serbien und Bulgarien einzunehmen. Ihr kennt mich, ich will schnell expandieren. Ich habe mir eigentlich immer mal so als Ziel gesetzt, bis Tag 8 mein Reich mindestens zu verdoppeln. Eher so, wir haben jetzt 8 Provinzen, glaube ich. Müssten es sein. Wir können ja mal gucken. Rohstoffbörse, Diplomatie. 10, also 20 Provinzen quasi zu erreichen. Hier hätten wir 18. Wenn wir das komplett einnehmen, wäre auch erstmal okay, würde ich auch erstmal mit leben können. Gucken wir einfach mal. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn euch das interessiert, es würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.